Hallo! Heute habe ich ein neues Video für euch. Und zwar, wie man es ja schon im Titel lesen konnte, teste ich heute 5 Produkte vom neuen Catrice-Sortiment, die mich am meisten interessiert haben. Und ich mache das Ganze nicht alleine, nämlich die Sabine vom Kanal Kosmetikbiene macht das Ganze auch. Ich blende euch hier mal ein Bild von den Produkten ein, die sie sich gekauft hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach meinem Video bei ihr vorbeiguckt, euch das Video auch anschaut und ihr liebe Grüße von mir da lasst. Ja, wir machen das Ganze also zusammen. Kann man das so sagen? Ja. Welche 5 Produkte ich mir ausgesucht habe, seht ihr jetzt im Video und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal an mit dem ersten Produkt von Catrice. Wie man sicherlich erkennen kann, habe ich mein komplettes Make-up schon gemacht. Wenn euch interessiert, wie ich das mache, verlinke ich euch hier oben gern mal meine Alltags-Make-up-Routine. Ich habe jetzt nur die Punkte ausgelassen, wo ich eben die neuen Produkte habe und vielleicht kann man es schon erkennen. Ich habe mir von Catrice diese Eyebrow-Pomade hier gekauft. In der Farbe 020 So Bella. Und ich würde sagen, die tragen wir jetzt mal als erstes auf. Ich habe die schon mal geswatcht. Ich blende euch das mal ein. Und da kommt wirklich immer sehr viel gleich raus. Darum muss ich jetzt mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und damit ihr was seht, hole ich euch mal mit der Kamera näher ran. Ich fange jetzt mal an. Ich hoffe, dass es nah genug ist. Und ich habe mir auch extra Wattepads bereitgelegt, dass ich das ein bisschen abstreifen kann. Ich muss zugeben, dass ich noch nie so eine Pomade hatte und dass ich jetzt aufgeregt bin. Ich bin mal ganz vorsichtig, wie das funktioniert am Ende. Ich gehe jetzt wirklich nur ganz sachte rein und trotzdem kommt schon so viel vom Pinsel runter. Ich beginne jetzt einfach mal, mir so strichförmige Striche zu ziehen. Das war jetzt wieder super deutsch. Also der erste Eindruck ist, finde ich, ganz gut. Wie gesagt, man muss halt ganz vorsichtig reingehen und dann auch ein bisschen abstreifen. Und ich bin auch nur ganz vorsichtig. Also ich verwende kaum Druck. Also ich finde, man kann auch auf jeden Fall einen Unterschied erkennen. Ich mache jetzt mal noch die zweite Augenbraue. Die zweite ist ein bisschen zu viel geworden. Gucken wir mal, wie gut man das auskämmen kann. Ja, also es ist schon ein extremer Unterschied. Hier war ich ein bisschen zu dolle. Ich finde diesen leichten Look nämlich schöner. Guck jetzt mal, ob ich das noch irgendwie retten kann. Also ich muss sagen, ich bin von dieser Augenbrauenpomade wirklich begeistert in dem Sinn. Ich hatte nämlich sowas noch nie. Es war ja eine ganze Zeit lang der Hype mit dieser Anastasia Beverly Hills Augenbrauenpomade und ich denke, dass die deswegen halt jetzt damit nachgezogen sind. Ich finde die aber wirklich gut, auch für den Preis. Den blende ich euch mal hier ein. Den Concealer, also diesen Camouflage-Concealer, verwende ich jetzt nicht. Ja, ich benutze ja keinen Concealer. Oh, ist der weich. Ups, ich wollte euch mal noch einen Swatch machen. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Der sieht dann so aus. Ja, aber ich bin nicht so der Concealer-Typ. Ich mag es, wenn es immer noch ein bisschen leicht natürlich ist. Und ja, ich bin mit den Augenbrauen zufrieden. Rundum finde ich das ein gelungenes Produkt von Catrice. Das gibt es auch noch in der zweiten Farbe. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und das ist auch für die Augen. Und zwar habe ich mir da ein Precious Pigment ausgesucht. In der Farbe 020 Pink Galaxy. Und ich liebe ja so pinke Pigmente und deswegen dachte ich mir, ich muss das einfach ausprobieren. Ich würde sagen, ich schminke mir jetzt mal so einen kleinen Look.
an den Augen, weil ich möchte den Fokus des Videos heute wirklich nur auf die neuen Catrice Produkte legen. Deshalb schminke ich mich jetzt mal ganz kurz an den Augen bis zu dem Punkt, wo ich gerne dieses Pigment verwenden möchte, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt mal angefangen, eine Basis sozusagen für das Pigment zu schaffen. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich glaube, um so rosane Lidschatten brauche ich vielleicht doch noch ein paar andere Paletten. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber ich lasse mich jetzt mal überraschen, wie es dann mit dem Pigment und so aussieht. Und damit ihr auch besser sehen könnt, hole ich euch jetzt einfach wieder ein bisschen näher ran. Ich habe jetzt ich sage es euch einfach nur, damit es ist, den Look mit den zwei zu Eva Paletten geschminkt, die ich neu habe. Ja, aber wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, für dieses rosane Pigment bräuchte ich irgendwie eine andere Palette. Ich werde es jetzt aber trotzdem mal probieren, weil Versuch macht klug und so. Ich gehe jetzt erstmal mit einem normalen Pinsel unangefeuchtet da rein. Einfach um zu gucken, wie das aussieht. Ja. Hammer. Ich hoffe, das kommt noch in der Kamera rüber. Das sieht mega toll aus, das Pigment. Und so schlimm finde ich jetzt die Kombination gar nicht. Das ist halt mal was anderes. Ja, also ich finde es so ganz okay. Ich will es aber jetzt noch angefeuchtet probieren. Dafür habe ich jetzt dieses Essence Fixing Spray und wir machen einfach mal hier. Ey, Roy! Ich habe fast die Flasche umgestoßen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sowas ja noch nie probiert habe und ja. Ich habe es nur schon so geswatcht. Kann man das sehen hier? Ich finde es irgendwie cool. Es ist klar, nicht so jetzt der Standard, aber irgendwie finde ich es cool. Ich verblende das jetzt hier oben alles nochmal mit der einen Farbe, die ich ja auch verwendet hatte. Das ist die hier. Einfach, dass die Kanten nicht mehr ganz so hart sind. Da geht jetzt der Glitzer so schön mit ein. Irgendwie gefällt es mir jetzt doch. Sowas ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ich nehme mal noch einen anderen Blendepinsel gleich. Das ist mein Lieblingsblendepinsel. Ich liebe ihn. Und jetzt blenden, 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 blenden. Es ist jetzt mal was Außergewöhnlicheres. Und viele schlagen jetzt vielleicht noch die Hände über dem Kopf zusammen. Aber wie gesagt, ich muss halt die Paletten nehmen, die ich da habe. Und deswegen habe ich es jetzt mal so gemacht. Ich finde es aber okay. Also klar gibt es schönere Looks so, aber Übung macht den Meister. Und wer es nie ausprobiert, der kann auch nicht dazulernen. Der kann auch sich nicht weiterentwickeln. Und ich mache das jetzt mal hier noch unten hin. Der Pinsel ist nicht so optimal. Ich hätte mal gerne einen schönen kleinen Blendepinsel. Wenn ihr einen habt, könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben. Also wenn ihr eine Empfehlung habt, könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Am liebsten bitte ohne Tierhaare. Also, ja. Ich nehme jetzt einfach den. Genau. So. Und wenn wir schon bei den Augen sind, machen wir auch gleich weiter. Und zwar mit
dieser Mascara, die ist wasserfest. Ich bin jetzt irgendwie auf wasserfest schon länger hängen geblieben, weil ich die einfach besser finde, weil die nicht so verschmieren. Und dann machen wir mal als erstes Wimpernzange. Wobei ich ganz oft das Gefühl habe, dass es gar nichts bringt. Yep. So. Und dann machen wir uns an die Wimperntusche. Also der erste Eindruck ist ein bisschen, die verklebt. Das Ding ist, wenn ich das jetzt an dem Wattepad so abdinger, ich mache es auf dem Handrücken, dann habe ich da die Fusseln dran. Das habe ich einmal gemacht bei einer anderen. Ja, also die verklebt leider ein bisschen. Es könnte aber einfach daran liegen, dass, weil sie halt noch so neu ist. Und das Problem habe ich persönlich oft bei neuen Mascaras. Ja, jetzt wo weniger drauf ist, wird es besser. Also hier empfiehlt es sich wirklich, die vorher am Handrücken etwas auszustreifen. Jo. Die unteren Wimpern probieren wir jetzt auch einfach mal damit. Härtetest für die Mascara. Ich tue es aber lieber nochmal abstreifen. Also, sicher ist sicher so, ne? Das war's jetzt mit Mascara und ja, ich muss schon wieder die Tür aufmachen. Sorry für die ganzen Störungen. Ich hoffe, ich kann das so zusammenschneiden, dass es nicht extrem schlimm ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit den Lippen. Und da habe ich Matte Lover Lipstick Pen in der Farbe Marilyn Monroe. Den fand ich auf jeden Fall total schön. Ich stehe ja auf matte Lippen. Also, ich weiß nicht. Also, ich bin da irgendwie total verliebt drin in matte Lippen. Keine Ahnung, wieso. Ja, und ich würde sagen, den tragen wir jetzt mal auf. Auch dazu hole ich euch wieder ein bisschen ran. Ich habe meine Lippen vorher gepeelt, einfach um den besten Effekt jetzt da euch zeigen zu können. Und wir starten. Lässt sich gut auftragen. Gefällt mir gut. Fühlt sich an, wie wenn da ein Öl oder so drin wäre. Semi-Matt Lipstick. Semi-matter Lippenstift, der sich nahezu schwerelos auf den Lippen anfühlt. Rückdrehbar. Ganz wichtig anscheinend. Ich finde die Farbe irgendwie schön. Richtig schön. Ja, und das ist jetzt der Look. So, das war es jetzt erstmal mit den Gesichtsprodukten und dann kommt als allerletztes natürlich noch dieser Nagellack, den ich gekauft habe. Sonst wären sie keine 5 Produkte gewesen. Wie der im Auftrag ist, zeige ich euch jetzt mal. Und jetzt machen wir mal mit dem Nagellack weiter. Und zwar sieht er ja so aus. Ich habe den jetzt schon mal geschüttelt und meine Hand mit einem Essie-Nagellack lackiert. Und zwar Need a Vacation. Weil das Ganze ist ja hier nur ein Topcoat und ja, deswegen habe ich jetzt mal Farbe ins Spiel gebracht, habe meine Nägel schon mal rosa lackiert und jetzt kommt hier der Topcoat drüber und ich bin wirklich gespannt, wie der sich gleich macht. Oh, der ist sehr zart schimmernd. Ich glaube, das kann man fast kaum erkennen. Ich zeige es euch aber gleich mal näher, wenn ich fertig bin. Das Ganze hat wirklich nur einen ganz, ganz leichten Schimmer. Aber wie ich finde, wunderschön. Also gefällt mir wirklich gut der Nagellack. Ja, und ich finde, der macht sich wirklich schön auf den Nägeln. Weil es eben nur so ein leichter Schimmer ist und nichts Übertriebenes. Natürlich, da es nur ein Topcoat ist, muss man eine Farbe drunter, also muss man nicht, aber habe ich jetzt eine Farbe drunter getragen. Und ja, ich muss sagen, alles in allem gefallen mir die neuen
also diese fünf neuen Produkte, die ich mir gekauft habe, wirklich toll. Mein Favorit ist das hier. Damit muss man halt ein bisschen üben und auch vorsichtig sein, aber ich finde das richtig toll. Und auch mein Pigment, ich finde es so geil. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt öfter verwenden werde und nicht wieder nur auf mein Standard-Braun-Gedöns zurückfalle. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch schon ein Produkt aus dem neuen Catrice-Sortiment gekauft habt, ob ihr es auch schon getestet habt, wie ihr es findet oder ob es ein Produkt gibt, was euch total interessiert. Würde mich alles interessieren, also schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und das ist jetzt mit dem Video auch schon wahr. Würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt im Anschluss rüberhüpft zu Sabine und euch ihr Video anguckt. Ich verlinke ihren Kanal hier oben, dann habt ihr es leichter, dann müsst ihr nicht lange rumsuchen. Ich verlinke euch aber auch gerne hier nochmal meinen Kanal hin, könnt ihr draufklicken und kostenlos abonnieren. Darüber freue ich mich immer sehr. Und hier verlinke ich euch auch nochmal zwei Videos. Hier das von der Sabine, hier eins von mir. Wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag und sag tschüss, bis zu meinem nächsten Video.